Dragon Ball Z Kakarot ist nun seit knapp einem Monat raus und es ist bei Fans und Kritikern recht gut angekommen. Aber wie üblich in RPGs gibt es einiges, was nicht wirklich erklärt wird im Tutorial. Und da ich selbst noch dabei bin, das gesamte Spiel zu spielen, habe ich mich an einer kleinen Top 10 Liste gemacht mit Sachen, die ihr wissen solltet, wenn ihr Dragon Ball Z Kakarot spielt oder spielen möchtet. Wie immer kann es auch Sachen geben, die mir selbst nicht bewusst sind. Daher freue ich mich, wenn ihr eure Tipps in die Kommentare schreibt und natürlich auch über ein Like, falls euch das Video hilft. Essen ist in RPGs eigentlich selten ein Teil der Gameplay-Mechaniken, aber in Dragon Ball Z Kakarot ist es ein recht wichtiges Thema, mit dem ihr die Attribute und somit die Stärke eurer Charaktere verbessern könnt. Wenn ihr eine Mahlzeit zu euch nehmt, egal ob in einem Lagerfeuer oder zum Beispiel bei Chi-Chi, werdet ihr nicht nur temporäre Verbesserungen von spezifischen Attributen, sondern auch dauerhafte erhalten. Gerade die ganzen Menüs, die ihr bei Chi-Chi zubereiten lassen könnt, sind die beste Wahl. Aber ihr solltet eure Mahlzeiten gerade in den Unterbrechungen des Spiels zwischen den Sagen zu euch nehmen. Denn wenn ihr dort esst, werden die Verbesserungen nicht nur für eure aktiven Charaktere aktiv werden, sondern auch für alle inaktiven Charaktere, selbst die, die erst in einem späteren Zeitpunkt der Geschichte zu eurer Truppe stoßen. Die Kampfmechaniken von Dragon Ball Z Kakarot sind eigentlich recht simpel, mit einfachen Eingaben für den Nahkampf, Ki und Spezialattacken und ihr werdet schnell verstehen, wie ihr zu kämpfen habt. Aber eine Mechanik, die das Spiel nicht wirklich gut erklärt, ist das perfekte Ausweichen, welches gerade in späteren Kämpfen sehr nützlich sein kann. Wenn ihr L1 und X auf der PlayStation drückt, während ihr angegriffen werdet, aktiviert ihr einen Counter-Move, welches euch hinter dem anvisierten Gegner teleportiert und diesen angreifen lässt. Es ist eine sehr gute Ausweichmöglichkeit, die aber Ki kostet und das perfekte Ausweichen eben nicht. Das perfekte Ausweichen lässt euch den Angriff des Gegners komplett ausweichen, ohne dafür irgendeine Ressource in Anspruch zu nehmen. Es wird den Gegner zwar nicht automatisch angreifen, aber lässt euch in eine sehr gute Position, damit ihr euren Angriff dann direkt starten könnt. Um ein perfektes Ausweichen auszuführen, müsst ihr einfach nur X auf der PlayStation drücken, genau in dem Augenblick, in dem der gegnerische Angriff euch treffen würdet. Wie gesagt, kostet kein Ki, aber das Timing ist etwas knifflig, also solltet ihr anfangen, diese Mechanik bei Fernkampfattacken des Gegners zu üben, um euch daran zu gewöhnen. Seid euch aber auch bewusst, dass die Unverwundbarkeit nach dem perfekten Ausweichen nur sehr kurz aktiv ist, daher müsst ihr entweder direkt zum Angriff übergehen oder blocken, damit ihr danach nicht doch noch von einem Angriff des Gegners getroffen werdet. Eins der interessantesten Bereiche von Dragon Ball Z Kakarot sind die vielen Nebenmissionen, die zum Teil sehr viele neue Informationen rund um die Dragon Ball Geschichte bringen. Euch muss aber bewusst sein, dass viele dieser Missionen an einen bestimmten Arc in der Story geknüpft sind und auch an bestimmte Charaktere. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, nach Beenden des Spiels mit der Zeitmaschine von Trunks zurück zu bestimmten Missionen zu gehen. Aber ihr solltet lieber versuchen, diese Mission zu beenden, wenn sie auftauchen, während ihr die Hauptstory spielt. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen sind Nebenmissionen neben der Hauptstory der beste Weg, um euren Charakter zu leveln, und zum anderen sind Nebenmissionen sehr wichtig, um die Seelenembleme für eure Community Boards zu sammeln, welches ihr immer im Auge haben solltet. Ihr könnt unter dem Menü Story und dann unter Fortschritt immer nachschauen, welche Nebenmissionen aktuell verfügbar sind in eurem Arc oder auch, indem ihr die Weltkarte geht und dort Ausschau nach blauen Ausrufezeichen haltet in den unterschiedlichen Gebieten. Zenny ist die Währung der Dragon Ball Welt und auch in Dragon Ball Z Kakarot. Ihr haltet Zenny nicht durch das Spielen der Hauptstory und der Nebengeschichten, was eigentlich immer der Fall ist in ähnlichen RPGs. Zenny benötigt ihr hauptsächlich, um Items und Informationen in Kakarot zu kaufen und eigentlich braucht ihr es nicht wirklich farmen. Aber wenn ihr es farmen wollt, ist der schnellste Weg entweder durch das Fischen oder das Jagen von Dinosauriern. Ich persönlich bevorzuge das Jagen von Dinosauriern, da dies super schnell geht und man viele der Teile, die man dabei bekommt, direkt für Zenny weiterverkaufen kann. Neben der Tatsache, dass man Zutaten auch fürs Kochen bekommt. Mit dem Fischen ist es ähnlich, jedoch braucht ihr bestimmte Köder, um die wirklich guten goldenen Fische fangen zu können. Und auch wenn es nicht wirklich schwer ist, diese Köder zu erhalten, so dauert es meiner Meinung nach einfach etwas länger, als einfach auf die Jagd nach Dinos zu gehen. Wie schon erwähnt, ist Dragon Ball Z Kakarot nicht gerade gut darin, einige der Mechaniken des Spiels Neulingen zu erklären und zu zeigen. Eine Sache, die ihr von vornherein aber im Sinn haben solltet, ist eure Fähigkeit zu verbessern und auch auszurüsten. Wenn ihr in den Charakterbildschirm geht, seht ihr einfach nur die Attribute eures Charakters, aber wenn ihr Viereck oder Dreieck drückt auf der PlayStation, könnt ihr in den Skillbaum des Charakters gehen. Um den Skillbaum zu entwickeln, benötigt ihr Z-Orbs, welche wir auch in einem anderen Tipp durchgehen werden, aber auch Fortschritte in der Geschichte. Dabei werdet ihr unter anderem auch neue Fähigkeiten freischalten.
Diese Fähigkeiten müsst ihr aber auch aktiv ausrüsten, da sie ansonsten nicht von eurem Charakter genutzt werden. Also checkt immer mal wieder euren Fortschritt in eurem Skillbaum und auch, ob ihr neu erhaltene Fähigkeiten auch ausgerüstet habt. Wie eben erwähnt, sind Sea-Orbs recht wichtig, um euren Charakter in Dragon Ball Z Kakarot weiterzuentwickeln. Ihr findet verschiedene Arten der Orbs, einfach während ihr in den verschiedenen Arealen durch die Welt fliegt, einige öfters und andere weniger. Aber ihr solltet definitiv nicht zu viel Zeit damit verbringen, diese zu farmen, gerade in den ersten Arcs des Spiels. Die Orbs, die ihr für die Weiterentwicklung des Skillbaums benötigt, erhöhen sich exponentiell, während ihr in der Geschichte und in den Arcs voranschreitet, und zeitgleich erhöht sich auch die Anzahl an Orbs, die ihr sammelt, umso weiter ihr in der Geschichte seid. Das bedeutet, dass wenn ihr Orbs farmen möchtet, ihr warten solltet, bis ihr in späteren Arcs seid, da es viel schneller gehen wird und ihr vorab keine Zeit verschwendet mit weniger Orbs in den niedrigen Leveln. Das Community Board ist eine der einzigartigsten und auch besten Mechaniken in Dragon Ball Z Kakarot. Es gibt unterschiedliche Boards, in welchem ihr eure verdienten Seelenembleme der Dragon Ball Charaktere nutzen könnt. Die Boards verbessern unterschiedliche Sachen, wie eure gesammelten Materialien, eure Attribute oder Kochmöglichkeiten. Ihr solltet euch früh überlegen, welches Board am besten zu eurer bevorzugten Spielweise passt und euch vorerst auf diesen konzentrieren, da jedes Seelenemblem, welches ihr dort einsetzt, dafür sorgt, dass ihr bessere Werte in dem jeweiligen Board erhaltet. Es gibt auch verschiedene Kombinationen von Seelenemblemen, die ihr einsehen könnt durch das Drücken des Trackpads auf der PlayStation. Diese aktiviert ihr, indem ihr die passenden Embleme in einer Reihe zueinander platziert, und die Verbesserung des Boards wird dadurch noch stärker. Ich persönlich habe mich darauf konzentriert, zusätzliche Erfahrung während Kämpfe zu erhalten, um sicherzustellen, dass ich immer auf einem guten Level bin in der Story. Aber sich auf das Z-Krieger-Board zu konzentrieren am Anfang ist auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel stärker werden möchtet. Etwas, was ich auch erst spät realisiert habe, ist, wie nützlich Lagerfeuer sein können in Dragon Ball Z Kakarot. Ihr könnt verschiedene Lagerfeuer in den verschiedenen Arealen finden, indem ihr den Rauchsäulen einfach folgt. Indem ihr mit diesen interagiert, könnt ihr nicht nur Essen für Attributsverstärkungen, zusätzlich wird eure Lebensleiste jedes Mal komplett wiederhergestellt. Gerade wenn ihr auf dem Weg zu einem Story-Bosskampf seid, solltet ihr daher auf dem Weg kurz Halt an einem Lagerfeuer machen, um vollkommen vorbereitet zu sein dafür. Ähnliches gilt auch für eure Heilungsgegenstände. Ihr verdient einige durch Nebenquests und könnt diese auch einfach bei NPCs in den Dörfern und Städten für ein paar Zenny kaufen. Ihr müsst aber, sobald ihr diese in eurem Inventar habt, auch ausrüsten, da ihr sonst diese nicht nutzen könnt. Und gerade weil es einige Kämpfe gibt, in denen ihr gegen mehrere Gegner kämpfen müsst, solltet ihr es immer vor einem Bosskampf machen, da es keine Möglichkeit gibt, dies zu tun, wenn ihr schon in einem Kampf seid. Und auch wenn der Schwierigkeitsgrad von Kakarot nicht gerade hoch ist, ist es doch besser, ein Heilungsitem zu nutzen, als stur zu sterben. Dieser Tipp ist besonders wichtig, wenn ihr farmen wollt, aber seid euch bewusst, dass es einiges an Zeit in Anspruch nehmen kann, durch die zum Teil recht lange Ladezeit von Kakarot. Wenn ihr einen guten Ort findet, wo es einen Zeitorb oder auch einen bestimmten Gegenstand auf dem Boden wie Fischköder gibt, könnt ihr es einfach nehmen oder aktivieren, den Spielstand danach speichern und einfach neu laden. Die Gegenstände und Zeitorbs werden nämlich wieder da sein und ihr könnt alles noch einmal ohne Probleme bekommen. Dieser Trick funktioniert für alle Orbs, sogar Zeitorbs, und für alle Gegenstände, die auf dem Boden liegen, wie Früchte oder Köder. Es funktioniert aber leider nicht mit Gegenständen, mit denen ihr wirklich interagieren müsst, um sie zu sammeln, wie D-Medaillen, da diese Gegenstände einzigartig sind und nicht wieder respawnen, wenn ihr den Spielstand ladet. Und mein letzter Tipp ist auch eins der wichtigsten, auch wenn er gerade für ein RPG erst einmal falsch klingt: farmt keine Erfahrungspunkte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Entwickler diesen Punkt mit Absicht so gemacht haben, aber die Art und Weise, wie man Erfahrungspunkte in Dragon Ball Z Kakarot bekommt, ist fast genauso sinnlos wie die Entwicklung der Power-Level in der Serie. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Erfahrungsfarmen durch das Töten von normalen Gegnern in dem Spiel, die ihr in der Welt findet, absolut keinen Sinn macht, da die Erfahrung, die ihr bekommt, in keinem Verhältnis zu den Erfahrungspunkten steht, die ihr braucht. Dies wird dadurch noch verstärkt, dass ihr eine unglaublich hohe Anzahl an Erfahrungspunkten erhalten werdet für das Abschließen von Story-Missionen, und auch jedes Mal, wenn ihr neuen Charaktere in der Story spielen müsst, bekommt dieser ein Batzen an Erfahrungspunkten. Die einzig wirklich sinnvolle Erfahrung in Dragon Ball Z Kakarot ist durch das Spielen der Hauptstory und das Abschließen der Nebenquests. Es kann durchaus Sinn machen, einige Seelenembleme in das Trainings-Community-Board zu investieren und dann die roten Bedrohungsgegner zu farmen, aber auch hier steht es eigentlich in keinem Verhältnis zu den Erfahrungspunkten, die ihr für ein Level-Up braucht mit der Zeit. Also zusammenfassend solltet ihr euch einfach auf die Haupt- und Nebenquests konzentrieren.
Denn die Level für die Charaktere kommt dann automatisch und ihr verschwendet keine Zeit mit sinnlosem Grind, der sowieso keinen Unterschied macht. Und das sind meine 10 kleinen Tipps für euch rund um Dragon Ball Z Kakarot. Aber bevor ich zum Ende des Videos komme, noch ein kleiner letzter Hinweis. Sobald ihr die Dragon Balls farmen könnt, dürft ihr besiegte Gegner wiederbeleben und sie bekämpfen, um ihre Seelenembleme zu sammeln. Bedenkt dabei aber, dass nachdem ihr die Dragon Balls genutzt habt, sie für 20 Echtzeitminuten nicht genutzt werden können. Nach dieser Zeit könnt ihr sie wieder einfach farmen. Ich hoffe, euch mit diesem Video weiterzuhelfen und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video anschauen oder auch eine von meinen Playlists und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.